Die Sonnenmilch habe ich vergessen. Und eine Badehose und Badelatschen. Hat jemand eine Badehose? Ich finde, es ist hier nämlich so ein bisschen wie an der Ostsee. Man hat diese wahnsinnig trockenen kleinen Kiefern, die heiße Luft dazu, der Duft nach Kiefernharz. Der Sand erinnert ein bisschen an Strand und im Hintergrund das Rauschen. Es hat wirklich was von Ostsee. Und das ist nicht nur das Einzige, was hier interessant ist. In dieser Straße, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, die Naumannstraße, die eigentlich auch so aussieht. Wohnen im Altbau, trommeln und trinken im sogenannten Park, ruhen in Frieden und Mobilität im Sekundentakt. Rund 900 Meter ist die Naumannstraße lang und diese 900 Meter werden uns heute maximal abkühlen, denn wir kombinieren etwas ganz Verrücktes. Kalte Farbe Blau mit Menthol, mit eisigen Temperaturen. Es wäre gut im Sinne der Selbstfürsorge, wenn Sie jetzt schon einen Wintermantel bereitlegten. Und damit willkommen zum Heimatstadt. Die Naumannstraße liegt im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Sie startet nördlich der Kolonnenstraße und endet knapp vom Bahnhof Südkreuz. Und hier noch ein Insider-Tipp für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner. Falls Sie jemals jemand einlädt in die Naumannstraße in ein Café und Sie fragen, welches Café, und bekommen als Antwort Café Achteck, löschen Sie diese Bekanntschaft bitte sofort. Café Achteck ist nämlich Berliner Sprachhumor für diesen Pinkel-Pavillon. Vor allem für Herren, als Frauen darf man den natürlich auch nutzen, mit ein bisschen Kreativität. Man riecht's. Pferdestall ist nichts dagegen. Tja, auch wenn Berlin erlebnisgastronomisch einiges zu bieten hat, das Café Achteck gehört definitiv nicht dazu. Bitte merken, Sie müssen aber trotzdem nicht verhungern, wenn Sie hier in der Naumannstraße unterwegs sind. Denn wir haben für Sie getestet den hübschen Hügel. Rhonda Brumme ist die Chefin vom Café Pretty Hill. Pretty Hill, irgendwie Englisch für schöne Berg. Sie backt leidenschaftlich glutenfreie Kuchen. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wir sind mit dem Auto gefahren und mein Bruder hat mir von hinten das Handy vor die Nase gehalten. Schau mal, hier ist ein kleiner Laden, was hältst du davon? Und ich beim Fahren, okay, ruf mal an, kann man sich ja angucken. Der Laden direkt an der Ecke war vorher eine Änderungsschneiderei. Rhonda, gerade fertig mit dem Studium, wollte am liebsten ein Café aufmachen. Dann? Ich habe vor 4 Jahren die Diagnose Zöliakie erhalten. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der man absolut kein Gluten zu sich nehmen darf, auch nicht geringste Spuren. Das Klebeeiweiß ist nicht nur in Weizen, sondern in allen gängigen Getreidesorten drin. Ohne Gluten klebt der Teig nicht so gut. Backen ohne richtiges Mehl, eine echte Herausforderung. Anfangs war es echt nicht leicht für mich. Ich bin da echt dran verzweifelt. Also es ging tatsächlich viel in die Hose. Es war irgendwie steinhart oder hat nicht gebunden. Sie sind auseinandergefallen und wir waren echt so, oh nee, es kann es jetzt nicht sein, dass ich mich irgendwie mein Leben lang so ernähren muss. Ich backe jetzt halt mit Reismehl, Buchweizen und gemahlenen Mandeln und vieles mehr. Das Backen hat Rhonda von ihrer Mutter gelernt. Die stammt aus Österreich. Noch Zucker genug da? Zucker kannst du noch aufschreiben. Und dann müssen wir noch überlegen, ob wir den Erdbeermascarpone machen oder den Pfirsichmascarpone. Genau. Also Mama hat Geheimrezepte, ja. Die bleiben auch meistens im Verborgenen. Dann backt sie die Kuchen wirklich selber. Mir gelingen manche Kuchen besser als Mama zum Beispiel. Ja, ja. Also. Es gibt so einen Kuchen, den Zitronenkuchen. Wenn ich den backe, fällt er oben ein. Sie macht genau das Gleiche, wird er perfekt. Und umgekehrt bin ich der Zwetschgenkuchen-Spezialist. Genau. Also so ist ein bisschen Hexenzauber dabei. Rhondas Gäste kommen vor allem aus der Nachbarschaft rund um die Naumannstraße. Hier auf der Roten Insel haben erst in den letzten Jahren Cafés wie ihres aufgemacht. Ich bin total glücklich, dass jetzt mal hier am Spielplatz so ein nettes Café aufgemacht hat. Ich fühle mich einfach wie eine Familie hier. Da ist so heimisch irgendwie. Pretty Hill, das ist so, als wäre er schon immer hier. Das gehört einfach zum Kiez. Rhondas Familie ist schon seit gut 10 Jahren in der Gegend. Die ist gewachsen, finde ich. Also wie wir hierher gekommen sind, war es mir ein bisschen unheimlich. Da gab es noch ganz viele Autowerkstätten und so eine ganz finstere Ecke. Und das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren völlig gewandelt. Es sind viele junge Familien dazugekommen. Wir fühlen uns nach wie vor wohl hier. Ne? Es lebt einfach, es ist schön. Zusammen haben sie ein Café 2 Straßen weiter.
ein ehemaliger Puff, den sie als Familie renoviert haben und wo auch Rhonda mitgearbeitet hat, bevor sie ihr eigenes Café gründete. Glutenfrei oder nicht, vielen ist das egal, aber manche kann sie mit ihrer Backkunst so richtig glücklich machen. Ich hatte letztens erst einen Gast da, also ein junges Mädchen, die hat tatsächlich Tränen in den Augen gehabt, weil sie einfach eine Breze essen konnte, weil sie einfach eine Breze bestellen konnte auf die Hand und gleich essen. Ja. Aber bitte mit Sahne. Und mit viel Liebe. In Pretty Hill hat Rhonda den richtigen Platz zur richtigen Zeit gefunden. Der richtige Platz zur richtigen Zeit. Motto hinter diesen Mauern eher, der richtige Platz für die Ewigkeit. Hierhinter verbirgt sich der alte 12-Apostel-Kirchhof, seit über 150 Jahren ein Friedhof. Und da treffen wir jetzt den Mann, nach dem diese Straße benannt ist, Friedrich Naumann. Der hat da drüben einst gewohnt und konnte zu Lebzeiten schon dahin gucken, wo er dann irgendwann ruhen würde, nämlich auf den Friedhof. Aber erstmal muss aufgeschlossen werden. Ja. Guten Tag, Herr Boxberg. Tag, von der Apostelgemeinde. Dankeschön. Ja, das ist hier nicht üblich, dass die Tür immer offen steht. Ja, wir müssen leider zumachen, weil sonst ist das hier Durchgangsverkehr. Okay. Leider auch mit Fahrrädern. Und ja, das ist nicht so gut auf dem Friedhof. Aber alle Nutzungsberechtigten können sich so einen Schlüssel in der Verwaltung holen. Oh. Und dann kommen sie auch hier in der Naumannstraße rein. Eigener Schlüssel zum Friedhof. Genau. Auch nicht jeder. Sehr schön. So, wir gehen auf den Friedhof, der ein Gartendenkmal ist, habe ich gehört. Genau. Was ist denn an dem so denkmalmäßig schützenswert? Na, also einmal ist es, und das ist auch selten, dass er eben seit Anbeginn seiner Existenz 1864 oder 65 quasi unverändert so ist. Also die Anlagen sind quasi so geblieben, die Wege sind so geblieben. Und das ist schon das ist was ganz Besonderes. Ja. Damals geplant von Boucher, von dieser berühmten Gärtnerfamilie Boucher, hat er diesen Friedhof hier gestaltet. Das heißt aber nicht, dass der Friedhof heute Museum ist. Also der ist immer noch in Betrieb. Es werden immer noch Leute bestattet. Jeden Tag täglich in Betrieb. Und ja, Menschen werden bestattet. Okay. Menschen besuchen ihre Lieben hier. Und trotzdem ist es vermutlich ja auch so ein bisschen Dauerausstellung für längst vergangene Grabmode. Sprich, vor 150 Jahren hat man seine Angehörigen vermutlich anders bestattet als heute. Inwiefern hat sich's verändert? Naja, da müssen Sie nur hier rüber gucken. Ja. Das ist zum Beispiel ein Mausoleum. Ja. Und das zeigt sich schon, dass so eine Trauer- und Bestattungskultur damals ja ein bisschen hochwertiger war als heute. Also wer sich's leisten konnte. Wer sich's leisten konnte. Ja. Und wir suchen jetzt das Grab von Friedrich Naumann. Wir suchen jetzt das Grab von Friedrich Naumann. Das ist da hinten am Hauptweg. Aha. Bevor wir Naumanns Grab gleich finden, vielleicht erklären Sie noch mal kurz, wer war eigentlich Friedrich Naumann? Ja, also wenn ich hier Führung mache, so, dann mache ich immer ein bisschen flapsig. Friedrich Naumann, der Erfinder der Friedrich-Naumann-Stiftung. Aber die daher ist FDP-nah? Die ist FDP-nah, eine Stiftung. Und, und er ist natürlich Namensgeber dieser Stiftung. Ja. Mhm. Ansonsten war er halt ein ganz berühmter Liberaler, Pfarrer. Und was mich fasziniert an ihm, ist, dass er sehr viele Frauen der Frauenbewegung unterstützt hat. Okay. Helene Lange, Gertrud Bäumer, der auch gearbeitet hat in seinem Büro hier in der Naumannstraße. Mhm. Und er ist aber auf der anderen Seite auch ein bisschen umstritten oder diskussionswürdig, weil er auch eben halt Kaiser Wilhelms Rüstungs- und Waffenpolitik gut fand und so. Also er ist durchaus ambivalent, aber das macht ihn halt auch total interessant. Okay. Den guten Naumann. Interessant ist, nach Friedrich Naumann ist eine Straße benannt. Sie sagen, der war politisch einst sehr bedeutend mit seinen Ideen. Das Grab aber sieht ja doch eher schlicht aus. Warum? Ja, das haben wir oft, dass die ganz bedeutenden Persönlichkeiten ganz schlichte, einfache Grabstellen haben, während wir Mausoleen haben, von denen wissen wir gar nicht, wer war das eigentlich mal. Man sieht hier vorne diesen Stein, Ehrengrab Land Berlin. Was bedeutet das? Das Land Berlin pflegt das Grab und zahlt die Ruhegebühren für das Grab. Geht darum, dass diese Gräber von den bedeutenden Persönlichkeiten nicht vergessen werden. Ist eine sehr gute und wichtige Einrichtung. Ja, eigentlich auch der Denkmalpflege, das Grab wird erhalten und man erinnert sich an die Persönlichkeit, solange das Grab da ist. Okay, und im Moment ist hier modern Rhododendron. Dorn. Wie heißt das richtig? Rhododendron. Ja. Ja, der ist wahrscheinlich schon sehr alt. Ist nicht vom Land Berlin draufgesetzt worden? Nein, weiß ich nicht. Okay, na schön. Weiß ich nicht.
Hier darf hier jeder rauf, den Friedhof? Na klar, Friedhöfe sind öffentlich, da kann man auch sich gern hinsetzen, die Natur genießen, Buch lesen oder eben halt die Persönlichkeiten besuchen. Wir haben einige hier auf diesem Friedhof. Dankeschön. Gerne. Wir sind ja hier sozusagen, auch wenn man es nicht merkt, auf einer Insel, nämlich auf der Roten Insel, Schöneberger Bereich, von 3 Bahnlinien eingegrenzt. Und das war mal ein Ort, an dem sehr viele Arbeiter lebten. Und einen treffen wir jetzt. Der kümmert sich, man könnte sagen, ums gute Po-Gefühl. Das ist nämlich ein Polsterer. Polsterer Carsten Deutschmann liebt alte Dinge. In seinen Buick aus den 20ern setzt er sich nur respektvoll im Anzug. Selbst morgens, wenn er zur Arbeit in die Naumannstraße in seine Ladenwerkstatt fährt. Ja, ich mag dieses Nostalgische und hat so ein bisschen was wie die alten Möbel. Die alten Möbel haben immer irgendwo eine Macke. Und wenn man die restauriert oder genau ist mit so einem Auto, es ist immer ein bisschen Abenteuer dabei. Und das ist das, was mich reizt. Der 47-Jährige war Dachdecker, bevor er seine wahre Berufung fand. Polsterer und Möbeldesigner. Hi, Lena. Hi, Carsten. Er und sein Team bauen und restaurieren die unterschiedlichsten Polstermöbel. Ich mag es gerade, wenn die Kunden nicht so das typisch Traditionelle möchten, sondern das Ausgeflippte, das Kreative, das Verrückte. Und nicht in graues Sofa in grau, sondern in graues Sofa vielleicht sogar total bunt zu machen. Das ist das, wofür ich stehe. Ganz traditionell dagegen geht es beim Polstern zu. Auf den Federkorb werden verschiedene Naturfasern übereinander geschichtet, vernäht und genagelt. Ein aufwendiges Handwerk, mit dem er hier seit 9 Jahren die Nachbarschaft beglückt. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ich mag die Naumannstraße und mittlerweile sind die ganzen Leute hier so Freunde geworden und Bekannte geworden. Und man kennt sich, man grüßt sich, man spricht miteinander. Und ich mag dieses wirklich familiäre Flair, was wir hier haben. Wenn man das zum Beispiel sowas, das hier komplett so im hinteren Bereich so macht, und dann hast du so einen Push von hinten. Alles klar, danke. Tschüss, ich wünsche dir was. Ciao. Designklassiker steigen im Wert. Dieser Original Cone Chair aus den 60ern wird zwischen 8.000 und 12.000 Euro gehandelt. Dabei ist die Verarbeitung eher simpel. Der Stoff ist geklebt, die Form aus einfachem Blech. Und wir werden ihn vielleicht auch so ein bisschen verändern, dass wir ihm noch mal so ein bisschen mehr Fülle geben, indem wir hier nachher noch mal Schaumstoff untersetzen, um dann einfach diese Unebenheiten so ein bisschen zu kaschieren, um das noch mal ein bisschen schöner zu machen, das Möbel. Dieses Möbel von 1830 wird gleich von seiner Besitzerin abgeholt. Solche alten Stücke sind heute günstiger zu haben als noch vor 10 Jahren. Für die, deren Urgroßeltern darauf saßen, ist so ein Upgrade Herzenssache. Das finde ich eigentlich das Spannende an solchen Möbeln, dass sie teilweise über die Generation weitergegeben werden. Und wir nehmen die alten Materialien, aber bringen es in die Neuzeit, indem wir eine Lordosenstütze einbauen in so ein Möbel, damit man dann einfach dann noch ein bisschen bequemer drin sitzen kann. Die Lordosenstütze wird als Verstärkung in das Rückenpolster eingearbeitet. Vor 8 Wochen hat Katrin Allenberg ihr geliebtes Louis-Philippe-Sofa in die Polsterei gebracht. Jetzt wird sie es zum ersten Mal in der restaurierten Fassung sehen. Ja, sind Sie schon gespannt auf das Sofa? Ja, ich bin furchtbar aufgeregt. Wir haben diesen tollen, sehr extravaganten Stoff ausgesucht. Und die erste Nacht, nachdem wir es ausgesucht haben, habe ich ihn angerufen und gesagt, ich glaube, das sind zu viel Drachen drauf. Ich glaube, ich habe von diesen Drachen geträumt und gedacht, nein, das kann ich nicht machen. Aber sie ist dann doch dabei geblieben. Wow. Sehr total schön. Ganz toll. Das ist wirklich wie so ein Drachenwald. Ja. Oh, ich bin gespannt, was meine Enkel sagen. Ja, es ist viel fester. Das ist unglaublich. Ja, richtig Sitzkomfort. Richtig sitzen. Ne? Ich kann wieder richtig sitzen. Weil vorher war es wirklich sehr traurig, müde und ist es fast auseinandergefallen. Auch gepiekst. Die Federn. Federn kamen durch und das war wirklich höchste Zeit, das zu machen. Ja, dann so wird Zeit, dass es nach Hause kommt, ne? Ja. Für mindestens die nächsten 60 Jahre wird man sich auf diesem Sofa wie im Drachenwald fühlen. Ende des 19. Jahrhunderts hätte man nicht so leicht von der Naumannstraße auf dieses Gelände spazieren dürfen. Das war nämlich militärischer Bereich. Das preußische Militär trainierte hier nämlich
das Zusammenspiel mit der Eisenbahn. Heute nennt sich das Areal Naumann Park. Es ist eine bunte Mischung aus Gewerbe, Freizeit und auch ein bisschen Genuss. Ich hoffe, Sie haben Ihren Wintermantel jetzt bereitgelegt. Es wird gleich richtig kalt. Wir hatten es angekündigt. Wir kreieren die ultimative Abkühlung, bestehend aus der sehr kalten Farbe Blau, aus dem sehr kalten Geschmack Menthol und richtig fies eisige, frostige Temperaturen kommen dazu. Und Sie sehen schon, es geht um Eis. Wir sind bei Marille und Vanille. Und dass die sich mit Eis auskennen, sieht man schon an der Eistheke. Und schon unterscheidet uns modisch nichts mehr. Ja. Matze ist hier der Küchenchef der Eisküche. Hi. Hi. Und wir machen jetzt eiskaltes blaues Eis. Genau, natürlich blau machen wir heute. Natürlich blau. Oh, das klingt irgendwie nett, ne? Toller Arbeitsmotivations-Slogan, ja. Auffassung, wie auch immer. Sag mal, blaues Eis, da denke ich aber sofort an ein Schlumpfeis. Wird es das werden? Nein, bei uns wird es kein Schlumpfeis. Ja. Bei uns wird es einfach nur ein natürliches Blaueis. Ja. Und zwar habe ich vorbereitet blauen Tee, den wir aufkochen müssen. Aha. Hier ist er noch unfertig. Ja. Den müssen wir einmal durch das Sieb geben. Ja. Sieb haben wir hier. Genau. Ich halte Sie fest. Ja, bitte. Und was genau ist das jetzt für ein Tee? Das ist die Pflanze Chloritus aus Thailand. Aha. Und die ist sehr natürlich und wie du siehst, ergibt ein sehr schönes Blau. Und original regionale Zutaten, weil kommt jetzt aus Thailand die Pflanze. Oder? Genau, passt mit deinem Shirt auf. Ich merke schon, es fängt an zu spritzen. Ja. Na gut. Ja, ist ja wirklich ein Wahnsinnsblau. Ja. Jetzt kann man in Sachen Eis das Rad vermutlich nicht so richtig neu erfinden. Womit lockt ihr eure Kundschaft? Wir locken unsere Kundschaft damit an, dass wir wirklich alles frisch machen, ohne Chemie und mit viel Liebe und viel Leidenschaft. Liebe und Leidenschaft. Das ist die Geheimrezeptur. Das klingt immer so nach so einem Marketing-Slogan, aber ist es wirklich so, dass du jeden Tag sagst, ich habe richtig Bock auf Eis machen? Ja, auf jeden Fall. Ich mache das wirklich seit 7 Jahren mit sehr viel Liebe und ich komme auch morgens gerne zur Arbeit, um die Leute glücklich zu machen, wenn sie ihr Eis schlecken. Und Standardfrage eines Reporters an dieser Stelle, wie viel Eis isst du denn am Tag noch? Eigentlich fast gar nicht, aber ich müsste leider alle Sorten durchprobieren und meine Geschmacksnerven sind schon so durch. Also, wirklich? Ja. Interessant. Das heißt, privat kaufst du auch kein Eis? Kein Eis mehr, nein. Achso, und was ist das? Das sind nochmal Schokostückchen? Genau, Schokostückchen. Toll, oder? Ich gebe dir die Ehre, die Schokolade reinzukippen. Wahnsinn, gerne tue ich das. Und dann warten wir ca. 5 Minuten und dann ist der Eismix fertig. Spulen wir kurz vor 5 Minuten. Noch 3 Minuten. Das ist so ein bisschen wie Live-Schalte vor wichtigen Staatsbesuchen. Wir warten weiterhin auf King Charles. Noch ist er nicht eingetroffen. Ja, wir warten weiter auf die Ankunft unseres blauen Eises. Was heißt das? Fertig, wir können Eis rausholen. Wow. So, und da ist jetzt unser natürlich Blaueis. Eiskalt, kalte Farbe, Mentholgeschmack. Danke, Matze. Gerne, guten Appetit. Scheint hier so beliebt zu sein, das Eis, dass einige auch mit dem Transporter ankommen, um den voll zu machen. So, das ist es also. Natürlich blau. Herrlich minzig, sehr, sehr kalt. Bisschen schokoladig. Oh ja. Und jetzt aber heißt es ganz schnell wegschlecken bis zur Grenze des Hirnfrostes, weil ich brauche gleich beide Hände frei, um damit zu schlagen. So, jetzt gehen wir mal gucken, was der Timur so macht. Schauen wir mal da rein. Wir gucken mal, was der Timur so macht. Was der Timur so treibt. Wer ist Timur? Ach so, Timur ist ein Lehrer von der Flamme, war ein früherer Schüler von mir. Ja. Und der ist jetzt da drin. Und du bist gerade unter. Der Chef von Planet Drum. Ich bin der Chef von Planet Drum. Der Chef von Planet Drum. Chefchen. Chefchen. Persönlich. Alles klar, jetzt gehen wir rum. Hört sich schon mal gut an. Hey! Hier ist ja mal los! Wie laut es direkt ist. Hallo! 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 Oh, mit Ton, Mann. Du, dreh mal runter, dreh mal ganz runter. Das wäre das haben. Wenn wir hier loslegen, dann ist es aua, aua. Was? Hi, Andres. Was spielt ihr gerade? Andres wird nachher mit dir Probe machen. Was spielt ihr gerade? Was spielen wir gerade, Kim? Schlagzeug, das sehe ich, aber... Ein Duo. Ein Duett. Sehr gut. Man kann auf dem Schlagzeug ein Duett spielen? Three, four.
So, jetzt mal kurz Ruhe. Ist ein anstrengender Job, oder? So Musikschule leiten? Ja, kann anstrengend werden. Also, wenn man natürlich das richtige Team um sich herum vereint, dann hilft man sich ein bisschen gegenseitig. Und ja, das ist auch das Konzept von Planet Drum, dass wir sehr viel gemeinsam machen. Und interessant ist aber, habe ich gelesen, dass du in London die Schule gegründet hast. Wann hast du für dich festgestellt, ich spiele nicht nur selbst gern und gut Schlagzeug, ich bin auch ein guter Lehrer vielleicht? Eigentlich schon sehr früh. Ich habe mit 15 schon angefangen zu unterrichten. Ich habe eigentlich mit 3 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Und habe mit 14, 15 schon meine ersten Schüler gehabt. Und ich hatte immer Interesse gehabt, auch am Unterrichten. Ja. Und es gibt ja manche Lehrer, die behaupten, durchs Unterrichten wird man schlechter. Warum? Aber weil die irgendwie meinen, ja, man gewöhnt sich irgendwelche negativen Sachen an von Anfängern und so. Weil du hast ja auch sehr viele Anfänger, die du unterrichtest. Nicht nur Fortgeschrittene, aber ich finde, dass man bleibt einfach drin und es macht super viel Spaß und man ist auch ständig am Spielen dadurch. Ne? Also okay, ich habe noch nie Schlagzeug gespielt, würde es aber jetzt mal probieren. Ist das tendenziell gutes Alter, mit 34 Schlagzeug anzufangen? Ist eigentlich viel zu spät, oder? Ich würde sagen, du kannst Schlagzeug lernen. Unsere jüngsten Schüler sind 5, die ältesten sind über 70. Also es gibt keine Altersbegrenzung. Gerade auch im Alter ist Schlagzeug super cool, um dein Gehirn fit zu halten, um dich fit zu halten. Also es ist ein super Instrument für alle Altersklassen. Let's do it. Okay. Are you ready? Yes, I am. Timo, ich bringe hier jemanden für dich. Hallo Timo, yes. Da bin ich. Hallo, grüß dich. Bitte nimm Platz. Dankeschön. Und fühl dich wohl hinter deinem Schlagzeug. Und jetzt die Frage, wie halten wir die Sticks eigentlich? Wie würdest du das intuitiv halten? Meistens irgendwie so, weil so habe ich es oft gesehen, dass man das über Kreuz ganz richtig macht. Richtig. Aber musst du so? Oder erst bist du Rechtshänder? Ja. Das ist gut. Ja, müssen wir. Denn die rechte Hand ist unsere Führhand. Ja. Mit der spielen wir über das gesamte Set, während die linke Hand auf der Snare Drum, die in der Mitte bleibt. Und damit geben wir halt oftmals den Takt an und spielen den sogenannten Backbeat. 1, 2, 3, 4. Gibt es denn ein Pop- oder Rock-Lied, wo genau diese Uhrzeigersinn spielen? Du hast so viele Songs, wo du diesen einen Groove... Das zum Beispiel war Michael Jackson, Billie Jean, ja, als auch AC/DC Thunderstruck. Ach so. Oder Bruno Mars, Uptown Funk, oder Adele, Rolling in the Deep. Na dann, lass bleiben. Dankeschön. Guck mal, du warst schneller. Das war's. Hallo. Hallo. Und zum Wohl. Genau der richtige Move zum Feierabend. Herrlich ist es. Hier Naumannstraße, die Sonne geht fast unter und dann sitzt man hier in der Naumannküche und genießt das Leben. Hier trifft ihr die Nachbarschaft oder wer ist bei euch hier normalerweise unterwegs? Ganz Berlin und zugereist. Mhm. Wir haben Stammgäste aus ganz Berlin. Ja. Teilweise kommen sie mit der U-Bahn dann bis ans Südkreuz ran und kommen dann zu Fuß hier raus, weil dann haben sie das Problem der Heimreise nicht. Ja. Natürlich ganz viel von der Roten Insel. Ne? Also wir sind sozusagen... Naja, wir sind zwischen Fliegerinsel und Roter Insel. Also der ganze Kiez trifft sich hier in der Mitte im Grün. Interessant. Ja. Also fast ein Geheimtipp für alle, die die Naumannstraße bisher nicht kannten. Ja, kommen dann im Zweifel hierher. Interessant ist, dass du eigentlich von Hause aus Architektin bist. Genau. Und als Architektin dann irgendwann gesagt hast, ich mache ja auch einen auf Gastronomen. Naja, warum? Der Kiez hat kein großes Angebot gehabt. Ja. Und wer gut arbeitet, der muss auch gut essen und vor allem trinken. Viele im Kiez sagen einfach, das ist das Sommerwohnzimmer. Jeden Tag machen wir was anderes. Das ist das Coole an der Gastronomie. Du kannst jeden Tag irgendeinen Quatsch machen und die Leute lieben das. Und der Kiez macht mit. Also ob wir uns jetzt verkleiden oder in den Mai tanzen, da ist immer was los. Das bringt echt viel Spaß. Also man könnte sagen, das ist hier der zentrale Dorfplatz im Dorf. Sozusagen, ja. Naumann Park, Naumann Garten. Das der war eine Ort coole Geschichte, fürs Feierabendbier. Wenn Sie jetzt Feierabend haben, wir haben jetzt Feierabend. Deswegen trinken wir jetzt im Zweifel einfach weiter. Unbedingt. Zum Wohl, Dankeschön. Ich kann Ihnen noch sagen, dass kommende Woche Ulrike unterwegs ist im Märkisch-Oderland in Müncheberg. Und dann gehen wir demnächst auf Schatzsuche.
Ulrike und ich und suchen einen Schatz in Elbe-Elsterland. Seien Sie gespannt. Tschüss, Schulfeierabend.